Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr seht, ich bin wieder im Civic, ja, weil, also nicht in meinem Civic, sondern im EJ6, den wir gekauft haben, um schon mal die ersten paar Teile auseinanderzunehmen. Also man sieht hier, Moment, ich war schon sehr fleißig, habe schon angefangen, hier ein bisschen was auseinanderzubauen. Hier unten ist schon die Verkleidung ab, damit das auch mal jetzt langsam vorangeht. Ich werde euch jetzt nicht bei jedem Teil, was ich abbaue, irgendwie dabei haben, weil ich glaube, das macht auch keinen Sinn, das wäre dann langweilig. Klar, im Großen und Ganzen, wenn wir an die Karosserie gehen und das Ganze strippen, werde ich die Kamera wahrscheinlich mit aufstellen, ganz einfach, weil es ja dann doch vielleicht ein bisschen interessanter wird, als wenn ich jetzt nur die Verkleidungsteile hier abbaue. Ich habe auch das Auto soweit, man sieht ja hinten, der Kofferraumdeckel ist auf, ich habe das Auto auch soweit durchgeschaut bezüglich der Teile, die ich hier angekündigt habe, die mit da drin sind. Ja, und ich würde sagen, ich zeige euch die jetzt mal. Moment. Ja, dann haben wir hier einmal die Achsschenkel, ja, die ja eigentlich in den Civic sollten. Dazu passend neue Bremsscheiben, neue Bremsbeläge. Dann hier überall die ganzen kleinen Teile von den Achsen, also hier Handbremsseile und Bremssättel, dann hier noch ein paar Schrauben und so ein Gedöns. Dann hier die Buchsen für die Achsschenkel, ja, also die wir beim EJ9 auch noch machen. Dann haben wir hier eine Ventildeckeldichtung komplett. Da vorne ein EK4-Cut, Bremssattelhalter, ganz neue, bisschen Kleinzeugs. Ja, und das ist der ganze Müll, den ich aus dem Auto gezogen habe. Also schon so ein bisschen was, was auch an unnötigen Quatsch da drin war. Man sieht hier unten die Kartons, die im Auto waren, die sind alle verschimmelt. Entsprechend habe ich das jetzt erstmal alles so ins Auto gelegt. Und theoretisch werden die Teile auch nicht gebraucht von mir. Also ich werde gucken, ob ich da vielleicht noch irgendwas von nutzen kann. Aber ich glaube eher nicht. Weil die Bremsscheiben, die ich haben möchte, sind die gleichen, die ich auch vorne habe. Weil ich denke, dass diese Kombination einfach sinnvoller ist. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu dunkel. Moment, ich stelle mich mal gerade aus dem Auto raus. Weil ich glaube, das macht in der Kombination dann einfach mehr Sinn. Ich werde euch auch noch erklären, warum ich jetzt eigentlich einen B16 A2 genommen habe. Das liegt einfach daran, also es gibt ja die D-Motoren. Also der Civic EJ9 hat zum Beispiel einen, der D14 ist das. Mit 1,4 Liter, 90 PS ohne VTEC. Dann gibt es noch den 1,6er, der ist dann mit VTEC, ja, mit 125 PS, mit einer einzelnen oben liegenden Nockenwelle. Der B-Motor ist von dem Leistungspotenzial allerdings ein bisschen besser, also eigentlich sehr viel besser. Hat 160 PS in der Serie und zwei oben liegende Nockenwellen. Ja, und ist einfach auch standhafter, wenn man damit ein bisschen rumspielen möchte. Hat ebenfalls VTEC, also wer nicht weiß, was VTEC ist, das ist diese variable Nockenwellensteuerung. Heißt also, ab 5,5 öffnen sich die Ventile länger und weiter, sodass mehr Sprit eingespritzt wird, ja, und entsprechend mehr Leistung generiert wird. Heißt also, der Motor, der jetzt hier drin ist, ich habe jetzt die Motorhaube mal zu, aber der da drunter ist, kommt dann in meinen rein. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich schon mal anfange, den Innenraum weiter auseinanderzunehmen und ich euch gleich so ein Zwischenresultat quasi zeige. Ja, also ich bin mal gespannt, wie einfach es diesmal gehen wird. Werkzeug habe ich eigentlich alles dabei. Und hier hinter übrigens die Endkeis, die gehen demnächst auch hier raus. Also sie kommen dann bei uns in den Keller, weil hier kommt ein Schwerlastregal hin. Das habe ich da vorne auch schon stehen. Ganz einfach, damit ich die Teile, die ich auch ausgebaut habe, direkt hier lagern kann und nur die großen Teile quasi mit rüber müssen. Ja, das ist diesmal wieder ein bisschen mehr Quatschvideo, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, ihr versteht jetzt auch ungefähr, warum ich jetzt den Motor genommen habe. Ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch das gerne auch noch ein bisschen genauer erklären. Ich würde sagen, ich fange mal an, auseinanderzubauen. Bis gleich. Und natürlich wollte ich euch nicht vorenthalten, warum ich das Auto nicht fertig mache. Ich zeige euch das mal an so ein paar kleineren Beispielen, die eigentlich ganz gut widerspiegeln, wie viel Liebe hier in dieses Auto gesteckt werden müsste, damit es wieder wirklich richtig läuft und TÜV bekommt. Es fängt schon an, hier bei dem Seilzug für die Heckklappe, funktioniert nicht. Da vorne, der für die Motorhaube, ist ebenfalls defekt. Die Motorhaube selbst ist kaputt. Man sieht das hier ganz gut durch diese Wölbung. Ist also auch kaputt.
Ja, hier die ganzen kleinen hässlichen Stellen sind eigentlich nicht so problematisch. Problematischer wird es dann schon hier. Ja, sie hat ordentlich was an Rost. Ne, blättert auch direkt so ab quasi. Ist nicht schön. Dann haben wir einmal den Kollegen hier. Ja, das wäre auch sehr, sehr viel Arbeit. Das, also für mich sehr, sehr viel Arbeit, das neu zu machen. Die Rücklichter sind undicht. Auch defekt. Hier haben wir Gott sei Dank nicht ganz so viel Rost. Ja, und das ist halt auch so ein Grund insgesamt, warum ich das Auto nicht fertig machen werde oder nicht fertig machen möchte. Es ist insgesamt auch ein bisschen undicht. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, haben die Kartons geschimmelt. Also entsprechend kam da deutlich mehr als nur ein bisschen Wasser rein. In der Reserveradmulde hat sich erstaunlicherweise nichts gesammelt oder ist es schon wieder verdunstet. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sind das so die Stellen, da habe ich keine Lust dran zu gehen. Und klar, wer den Wagen ohne Motor haben möchte, ja, sollen wir gerne schreiben. Aber insgesamt glaube ich, macht es Sinn, wenn ich dann hinterher die Rohkarosse verkaufe für einen günstigen Kurs und sich jemand, der sich wirklich damit auskennt und da die Liebe auch investieren möchte, den wieder fertig macht. Ja, also dann, nur damit ihr wisst, warum der nicht fertig gemacht wird und dass ihr mich dafür nicht hatet quasi. Es ist nachvollziehbar und insgesamt für mich zum aktuellen Stand und mit dem aktuellen Platz einfach eine zu große Herausforderung. Wenn ich mal irgendwann eine Halle habe oder mehr Platz zum Arbeiten, dann würde ich gerne mal sowas machen, aber aktuell leider noch nicht. Ja, also ich habe noch ein paar Innenraumteile ausgebaut, einmal das Handschuhfach, Mittelkonsole und die Mittelarmlehne. Der Kollege muss auch noch raus. Ist heute nicht ganz so viel, wie ich eigentlich wollte, macht aber nichts. Denn bei dem guten Wetter kann ich auch noch ein bisschen was anderes machen dann heute. Da bin ich auch schon wieder zurück in den heimischen vier Wänden. Ich weiß, heute ist nicht ganz so viel passiert. Liegt ganz einfach daran, dass ich natürlich jetzt noch nicht alles auseinanderbauen möchte, weil der morgen quasi aus der Garage raus muss, weil ich morgen ein anderes Video drehe, wo dann wieder mehr gebastelt wird. Ja, also jetzt die letzten zwei, drei Videos wurde natürlich viel mehr gequatscht, als mir eigentlich auch ein bisschen lieb ist. Aber ab morgen wird wieder richtig in die Hände gespuckt und geklotzt. Deswegen wollte ich jetzt noch nicht irgendwie an die Karosserie gehen, nicht, dass der dann irgendwie draußen im Regen steht oder sowas, macht halt auch keinen Sinn. Und so weiß ich, das ganze Auto ist komplett und kann auch komplett als ganzes Auto nach draußen gefahren werden, ohne dass irgendwie es in den Innenraum regnet oder ähnliches. Heißt also, heute ging es nur ein bisschen daran, den Innenraum auszubauen und schon ein paar Sachen vorzubereiten, weil eben noch ein paar Sachen aus dem Innenraum verkauft werden oder schon verkauft sind eigentlich. Und das Ganze ja auch langsam dann auseinandergenommen werden muss. Ja, morgen geht es dann wieder mit dem richtigen Basteln los. Und zwar am Civic von meinem Bruder. Da wird eine SRS R60 eingebaut. Das Video seht ihr dann am Mittwoch hoffentlich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.